Das Kundenverhalten im Autohandel, vor allem beim Gebrauchtwagenkauf, wird immer digitaler. Der Kunde kommt immer besser informiert ins Autohaus. Er legt auch immer größeren Wert auf kurze Antwortzeiten. Also digitale Kommunikation ist ein Muss mittlerweile. Mittlerweile sieht man aber auch, dass der Handel darauf reagiert. Also wir haben unlängst erst eine sehr große Marktforschung gemacht mit über 1000 Autokäufern auf Willhaben, wo man auch schön sieht, dass der Kunde sagt, digitale Kommunikation ist mir wichtig, aber auch, dass der Handel das bereits schon erfüllt. Also dem Kunden ist immer wichtiger, dass er mit möglichst wenig Aufwand so viel Effekt und so viel Information erhält als möglich. Läuft etwas unter dem Stichwort Full-Service-Mobilität, das heißt Finanzierung, Versicherung aus einer Hand, genauso wie das Fahrzeug oder auch Garantieleistungen, eine innovative Probefahrtsabwicklung, relativ kurze Lieferzeiten und so weiter. Das ist das, was den Kunden bewegt und worauf sich der Handel auch immer mehr einstellen wird müssen. Also es gibt viele Kfz-Händler, die schon in die richtige Richtung gehen. Das ist auch etwas, was bei unserer Marktforschung herausgekommen ist. Also vor allem digitale Kommunikation ist etwas, auf das der Handel schon setzt und was dem Käufer sehr entgegenkommt und er das sehr schätzt. Wir haben auch den Konsumenten gefragt, ob er glaubt, dass sein Händler gut auf die Zukunft vorbereitet ist. Und da haben 52% gesagt, ja, mein Händler ist gut auf die Zukunft vorbereitet. Also Willhaben befindet sich in einer stetigen Veränderung, weil wir permanent testen, wie wir den Käufer und den Verkäufer, also den Konsumenten und den Händler, noch besser, effektiver und schneller zusammenbringen können. Das beginnt einerseits dort schon die Fahrzeuge, das richtige Fahrzeug schnell zu finden und nicht lange suchen zu müssen oder auch andere Formen der Kontaktaufnahme. Und den Händler unterstützen wir als Motornetzwerk, vor allem mit der AutoPro 24, mit einem Fahrzeughandelssystem, wo wir dann die Prozesse, die sich im Autohandel, die es im Autohandel noch gibt, die oft sehr arbeitsaufwendig oder auch papierlastig sind, digitalisieren und dem Händler auch ermöglichen, sich dort Zeit zu sparen und dadurch mehr Zeit für sein Werkstattgeschäft oder für den Fahrzeughandel zu haben.